In diesem Guide zeige ich dir, wie du die Reliktruine, die Stillsande in Horizon Forbidden West ganz easy freischalten kannst. Du findest die Ruine einmal an diesem Punkt auf der Map. Da gibt es auch ein Lagerfeuer in der Nähe. Wenn du das schon freigeschaltet hast, dann kannst du das als Schnellreisepunkt natürlich nutzen, um dort wieder ganz leicht hinzukommen. Ansonsten ist es natürlich so, auch hier in der Ruine werden wir ein Ornament suchen. Wir brauchen ja insgesamt 9 Stück, um eine der legendären Waffen freizuschalten. 8 finden wir in Ruinen, eine finden wir in der zusätzlichen Quest, die Nacht der Lichter heißt. Das werde ich dir aber in der separaten Folge dann nochmal zeigen. Ansonsten, wie gesagt, wir müssen einmal hier in die Ruine rein. Das haben wir jetzt schon geschafft. Also die halbe Miete haben wir schon mal. Naja, ganz so ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, ein wichtiger Punkt, dass wir es erstmal geschafft haben, hier wirklich reinzukommen. So, jetzt hier einmal den Feuerglimmer entfachen. Manchmal geht Aloy da einfach hin und macht dann eher so einen starken Schlag, anstatt dass sie das einfach direkt entfacht. Aber ist nicht schlimm. Wir kriegen es ja trotzdem hin. Wir haben es einmal zum Explodieren gebracht. Und als nächstes brauchen wir die Kiste von hier oben. Mit der müssen wir nämlich einmal dafür sorgen, dass wir das komplette Areal hier einmal fluten können. Warum der Haken an der Stelle manchmal nicht direkt sitzt, kann ich dir auch nicht sagen, aber einfach so oft probieren, bis es dann einmal funktioniert, falls es bei dir jetzt an der Stelle auch nicht direkt klappen sollte. So, jetzt nehmen wir einmal hier diese Kiste und schieben die hier hinten in diese Öffnung rein, wo wir das gerade eben einmal freigesprengt haben mit dem Feuerglimme. Und als nächstes stellen wir die dann hier ab, um dort nach oben zu kommen. Und ich habe keine Ahnung warum, ich wollte erst hier die ganze Zeit geradeaus nach oben springen, aber habe dann einfach nicht gesehen, dass wir eigentlich links über so einen Haltepunkt tatsächlich nach oben können. Deshalb hier, ich habe es echt 3-4 Mal probiert und habe schon gedacht, oh mein Gott, und wollte dann die Kiste auch nochmal weiter nach vorne schieben. Also manchmal ist es halt einfach, da sieht man das alles nicht so genau. Ich finde eh, im Vergleich zu Zero Dawn hat man das nicht mehr ganz so extrem gelb gezeichnet. Also es schimmert zwar immer noch so ein bisschen durch wie jetzt hier, aber es ist nicht mehr so extrem, was ich aber auf der anderen Seite auch irgendwo gut finde, ja, dass man halt schon wirklich auch mal ein bisschen suchen muss. So, dann hier einmal das Rad umdrehen und es fließt Wasser. Und mit diesem extremen Wasseraufkommen hier und der Kiste, die wir jetzt hier einmal in diese Öffnung reinschieben, steigt das Wasser jetzt binnen Sekunden in diesem kompletten Areal, in der kompletten Ruine. Also du siehst, was das für eine Power hat hier an der Stelle. Und jetzt können wir hier wirklich einmal von der einen Stelle zur nächsten schwimmen. Wir brauchen jetzt erstmal so ein Schlüsselmodul. Das haben wir nämlich vorher gar nicht erreichen können, ohne dass wir einmal dieses Areal hier geflutet haben. Da wären wir nämlich hier hinten gar nicht nach oben gekommen. Also deshalb, wenn du so eine Ruine betrittst, dann siehst du zwar immer so die ein oder anderen Punkte natürlich, wo vielleicht das ein oder andere auch zu holen ist. Aber wie man dorthin kommt, da muss man echt schon erstmal aufkommen und überlegen. So, jetzt hier habe ich geschnitten, weil ich an der Stelle auch ein bisschen lost war und erstmal nicht wusste, wie wir weitermachen müssen. Und aber an und für sich ist es jetzt hier auch gar nicht so schwer. Wir haben jetzt einmal das Schlüsselmodul, das können wir jetzt hier einsetzen. Und damit bekommen wir jetzt hier nämlich auch schon die nächste Tür einmal geöffnet. Und da drin, wie soll es anders sein, haben wir natürlich auch wieder eine Kiste. Die werden wir einmal benutzen. Ich schiebe die jetzt hier erstmal so ein bisschen nach hinten, sodass wir die jetzt gleich hier hinten einmal ins Wasser reinwerfen können. Wir müssen die nämlich dann komplett einmal über das Wasser bis auf die andere Seite vom Raum bringen, beziehungsweise der anderen Seite von der Ruine. Und hier jetzt einmal ins Wasser rein. Und leider haben wir keine Strömung, es treibt nicht wirklich. Und wir können es auch irgendwie nicht schieben. Es ist nicht wie bei The Last of Us, wo Joel und Ellie, also Joel ist ja geschwommen und Ellie hat immer drauf gesessen. Ja, das funktioniert hier leider nicht. Wir müssen das wirklich mit dem Haken machen. Deshalb einmal hier auf diese kleine, ja, Brüstung, auf diesen kleinen Vorsprung stellen. Dann das Ganze einmal mit dem Haken zu uns holen. Dann das Ganze nochmal hier drüben. Da musst du echt ein bisschen gucken. Das ist nicht ganz so easy. Manchmal steht Aloy an der Stelle nicht so richtig. Und jetzt einmal hier rüberziehen und dann stackt es irgendwie hier in der Mitte. Scheinbar ist dann doch irgendwie wieder Strömung da, die wir aber vorher scheinbar einfach nicht gespürt haben. Oder erst in dem Moment aufgetreten ist. Und egal, auf jeden Fall müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir diese Kiste einmal komplett nach hinten bringen. Und auch hier wieder einmal nach hinten ziehen. Gut, dass der Haken auch hier so lang ist und dass das wirklich reicht. Und da oben siehst du es vielleicht schon, da ist ein Haltepunkt. Da müssen wir auch schlussendlich jetzt einmal hoch. Und jetzt müssen wir hier einfach dafür sorgen, dass wir einmal die Kiste komplett bis nach hier hinten bringen. Auch hier ist der Haken, oh Wunder, wieder lang genug, aber freut uns ja, sodass wir nicht irgendwie auf einem anderen Weg das Ganze noch probieren müssen. So, und einmal auf die Kiste drauf und dann hier nach oben springen. Hier habe ich auch wieder einen kleinen Schnitt gemacht, weil Aloy
einfach sich nicht hier festhalten wollte. So, und wenn du dann hier oben angekommen bist, dann hast du hier auch schon das nächste Ornament, ganz oder gar nicht. Falls du weitere nützliche Guides rund um Horizon Forbidden West suchst, dann folg doch einfach hier der Playlist. Und in diesem Sinne, hab vielen Dank, dass du jetzt hier mit dabei warst. Und hau rein und mach's gut.